Ach, Steuerung umstellen. Oh nein! Ah ja, ich muss hier reinlaufen, ne? Wie gesagt, sagt wieder Bescheid, wenn es zu laut sein sollte. Die Kampfmucke und so. Rein da. Lesestunde, Leute. Lesestunde. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe? Ich habe doch nichts gemacht. Warum hassen mich alle? Ich weiß, glaub mir, Kleine, ich weiß. Komm, wir bringen dich zu deiner Mami. Du lügst, ich weiß es genau. Du hast auch Angst vor mir. Das Mädchen mit Flügeln will mich fressen. Es muss eine Lüge sein. Sogar meine Mutter hat dich gebeten, mich zu töten, nicht wahr? Das stimmt nicht, Kleine, hör mal. Das stimmt aber. Ah, geh einfach weg. Ich habe mir noch ein bisschen Nervennahrung geholt. Willow M&Ms. Oh Gott, was ist das? Nananas? Alles klar. Gott, gibt ja auch viele Angriffspunkte. 3, 4, 5. Rechte Ranke. Auge Walmas. So habe ich ja am meisten. Viel Spaß und noch mehr Erfolg. Warum so schwer oder was? Nice. Tensei can slash. Sei Satoshi, der Boss Time. Wir machen richtig Damage. Okay. Golden Hammer. Sehr creepy, ja. Aber geil. Don't mess. Oh Gott, sie ist jetzt schon am durch. Sie ist jetzt schon durchgedreht. Schlafsamen, ach nee. Ich bin der Seele von der kleinen Aira. Okay. Yo. Er gibt noch nicht. Jetzt vielleicht. Alter, die Damage. Dann bin ich nochmal dran.
Tensei can slash! Was soll ich machen? Sie ist tot. Man hatte... Nee, nicht 10 Second. Ist anders. 10 Second oder so. Also zum Leben zurückbringen habe ich nichts. Das müsste ich dann über ein Item machen, ne? Ja, sie kann ich gar nicht mehr anwählen. Okay. There you go. All better. Ja, mache ich ja. Aber ich habe keinen Zauber zum Wiederbeleben, ne? Alter, macht der Damage. Hast du angehört? Ja, das stimmt. Fünfmal nur. Bitte mit Full HP, das wäre geil. Yo, nice. Glaube ich das erste Mal, ja. There you go, all better. Trojan, bye bye. Dankeschön nochmal, ne? Ist schon wieder auf 180, die Tante. Tensei can slash! Let's work at it. Strike! Purple Lightning! Purple Lightning! Okay. Take zack, 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 zack! And that! And this! Ha! Okay, Tausender, krass. War ein bisschen zu viel dann, aber okay. Ja, er schläft auch noch, alles gut. Lol. Nicht ihn noch töten jetzt, komm. Danke. Off to the crematorium. Okay.
So, tschüss, Auge. Machen wir doch mal ein bisschen Ruhe. Ich hoffe, er belebt ihn nicht wieder. Und ich muss sie die ganze Zeit mitbekämpfen. Ein Löwenkopf. Achso, der, du meinst, das ist Marek. Ja, der hat gut HP, der gute Mann, das stimmt. Zentral drauf, so sieht es nämlich aus. Ja, das macht dann nicht viel Schaden, ist unnötig. Nimmst lieber einzeln raus. Ja, bei Final Fantasy gibt es nur einen Phoenix. Na, hier kommen gleich 10 runter. Hier geht's ab, Satoshi. Work at it. Das sah schick aus, ne? Ich hab gesehen, es gibt auch eine PS2-Version, eine europäische von Grandia 2. Hätte ich das vorher gewusst. Ja, Millennia ist OP. Richtig. Damals gar nicht gesehen, dass die gibt. Jetzt hätte ich mir, glaube ich, die geholt. Die kostet auch nur 10, 15 Euro bei eBay. Aber ist auch okay. So habe ich es auf der Switch. Ist auch vollkommen in Ordnung. Schaden macht das nur? Doch, ist europäisch. Also ich denke mal, da ist Deutsch dabei. Aber das habe ich jetzt nicht genau geguckt. Ja, hier ist HD Collection korrekt. Aber das ist eigentlich unnötig, ne? Aber kann sein, Tobi, dass es da auch nicht auf Deutsch ist, das weiß ich nicht. Vor HD gab es keine deutsche Version. Okay, alles klar. Dann habe ich doch alles richtig gemacht.
Soundeffekt ist leicht zu laut im Vergleich zum anderen Spiel. Oh, er ist vergiftet. Hypno-Auge, hört's nicht gut an. Sauron ist da. I'll save you. Was mit dem da hinten? Auch vergiftet. Dreht er auf, jetzt dreht er auf. Schön, dass das so nach oben wegfadet. Endlich. You'll be fine. Doch, ich kann auch leiser machen. Aber es ist ja nur dieser eine Soundeffekt. Das andere geht ja, ne? Der hat gerade nur 11 abgenommen. Stark.
Let's work at it. Wo läuft sie denn hin? Was das denn? Oder ist das andere auch alles zu laut für euch? Nee, ne? Müsste eigentlich gehen. Echt guter P, der junge Mann. Let's work at it. Burn. Ooh, hey, burn. Das schreibe ich immer. Wenn's vorbei ist. Ja, danke, Tobi. Habe ich gut gespielt, Großmeister? Grandia 2 Großmeister? Schwerkraftei. Teleportmesser und Dämonentränen. Meiner Meinung nach nein, okay. Aber souverän. Millennia, was machst du da? Weißt du es immer noch nicht? Ich habe gewonnen. Sie gehört jetzt mir. Halt! Sie wollen doch nur... Wo sollen wir noch suchen? Hä? Es muss eine Möglichkeit geben, das Mädchen zu retten. Wir müssen sie nur finden. Machst du sie unnötig schwer? Ja, gut, klar. Aber dazu müsste man ja alles perfekt wissen, ne? Dann wäre das einfacher. Ich sagte doch, dass es keine gibt. Entweder ich verschlinge sie oder sie verschlingt mich. Und ich lasse mich von niemandem fressen. Verdammt. Haben wir das nicht schon durchgekaut, Ryudo? Sie wird doch nur leiden. Wir können nichts mehr tun. Sandra kommt. Das ist also der Garten der Träume. Aber was hätte ich denn sonst noch machen sollen? Ich habe doch alle AEs draufgehauen, die ich hatte. Ne? Und ich musste eigentlich die Einsen rausnehmen. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Aber ich habe doch fast alles ausgegeben. Ich habe doch gar nicht mehr viele. Es tut mir so leid. Ich liebe dich über alles. Mutter? Ich habe dich nie für ein Monster gehalten. Nicht mal für eine Sekunde. Oh, ich bin so froh. Du hast mich also nicht, oder? Sieh mal. Das ist der Garten der Träume, von dem ich dir erzählt habe, Mutter. Aber ja, hast du recht. Könnte ich mir reinhauen. Ist er nicht hübsch? Du, Mädchen mit den Flügeln, bitte. Nimm mir dieses Auge. Mutter hat gelächelt. Also brauche ich dieses Auge nicht mehr. Jetzt verstehe ich alles. Millennia, weißt du, was zu tun ist? Millennia, bitte. Lass sie in Ruhe, bitte. Mutter, mach dir keine Sorgen. Ich muss es loswerden, sonst werde ich allen nur mehr Ärger machen. Mutter, ich liebe dich so sehr.
Feen gehen zurück in die Körper der Dorfbewohner. Aus Sprüche raus, die alles treffen, setzt es Specials nicht gegen die kleinen Mobs ein. Und es reicht, das Teil Walmas zu besiegen und nicht alle Gliedmaßen einzeln. Ja gut, das weiß man ja aber nicht, ne? Das ist ja immer so die Frage. Wenn die mich halt die ganze Zeit piesacken mit ihren kleinen Angriffen und zurückwerfen, kann das schlecht ausgehen. Und wenn man natürlich weiß, dass die großen Teile, wenn die kaputt sind, dass die kleinen dann auch kaputt gehen, dann weiß man ja nicht, ne? Deswegen haut man normalerweise immer zuerst die Ads weg. Ich wünschte, ich hätte sie retten können, aber ich habe nur eine große Klappe, tut mir leid. Ich möchte dir danken. Wegen deiner Worte hatte ich den Mut, hierher zu kommen. Am Ende hast du sie doch gerettet. Sieh mal, sie lächelt. Sie war mein Augenstern. Wie soll ich mein Leben nun wieder einen Sinn geben? Meinem Leben. Hahaha, stirb! Setze ihr ihm ein Ende. Dann sind alle glücklich. Es ist sowieso alles deine Schuld. Uns kann es doch egal sein. Elenia, du elende Kleine, was wollte er denn sagen? Ja, ja, klar. Verstehe. Sieh mal, dort drüben. Ein Blümchen. Diese Blume ist Airas Herz. Es wächst dort, weil es nicht in ihren Körper zurückkehren konnte. Vielleicht kommt Aira zurück, wenn genügend Blumen hier blühen. Aber das wird auf keinen Fall geschehen. Warum? Oh doch, ich werde dafür sorgen. Ich werde einen Garten aus diesem Ort machen. Melendia, die kleine Melendia wird also zurückkommen? Vielleicht. Warte mal, Melendia. Das, was du zu Sandra gesagt hast, wolltest du ihr Kraft... Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin nicht die Dumme. Dann hast du also gelogen, als du sagtest, es bestehe keine Hoffnung für Aira. Du hast aber auch mehrmals gesagt, dass es keine Möglichkeit gibt, sie zu retten. Vergiss es einfach. Ich bin schließlich die Flügel Walmas, Ryudo. Die belanglosen Eskapaden erbärmlicher kleiner Menschen interessieren mich kein bisschen. Alles klar, hör mal, Mädel. Nur damit du es weißt. Einen Schwindler kannst du nicht beschwindeln. Versuch's doch. Es tut mir so leid, kleine Aira. Ich konnte nichts für dich tun. Sie wird sich erholen, ich weiß es. So ein gütiges Mädchen wie die kleine Aira darf nicht so enden. Wie der Rabe durch den Raben geboren wird, so bringt Güte selbst Güte hervor. Sogar hieraus wird etwas Gutes entspringen. Also verstehe mich nicht falsch, du gewinnst die Kämpfe und machst schon... Ich verstehe das nicht falsch. Ne? Das ist ja, in Ordnung. Ja, das mache ich meistens. Das mache ich meistens bei solchen Games, weil ich mich eher zurückhalte oder das Ganze zu taktisch sehe. Na, ihr weißt ja, ich denke oft zu viel drüber nach. Nun, wir sollten dann gehen. Ist halt mein Playstyle, da kann man halt nicht ändern. Glaub weiter an Aira. Wir tun das auch. Passt auf euch auch und auf und danke für alles. Sind das Muschelsitze? Das sind Muschelsitze. Sandra. Nikolas, du bist wach? Ja, aber ich habe richtig Hunger. Hey, wo ist denn Aira? Aira schläft noch, tut mir leid. Ach schade, ich wollte mit dir spielen. Langweilig. Nikolas, aber es haben doch nicht alle AE-Spells. Ja, was ist? Sei nett zu der kleinen Aira, ja? Hä, natürlich. Wir sind doch Freunde. Zum Beispiel Ryudo hat keine AE-Spells. Außer ich hab's noch nicht freigeschaltet. Komm, gehen wir. Und Marek auch nicht. Zumindest noch nicht. Danke für all deine Hilfe. Bitte sei vorsichtig. So, können wir aber mal machen. Wir können ja mal skillen, ne? Wir haben erstmal Ausrüstung bekommen. Irgendein Messer. Wahrscheinlich für ihn. War das das? Ja. Steht da teleportiert im Kampf?
Okay, gucken wir mal, was das sagt. Oh, das ist ja geil. Wenn ich angreife, teleportiert er sich hin. Was habe ich noch bekommen? Ein Ei? Ach, ich muss ja jetzt wieder switchen, ne? Das heißt, er kriegt wieder das Chaos-Ei und sie kriegt wieder das Heilige Ei. Ja, okay. Bei Marek habe ich ja noch gar nicht so reingeguckt. Zubehör. Das ist eins Combo-Angriffe, okay. Beliebt Charakter einmal wieder. Eigentlich ganz cool mit 5 Verteidigung, ne? Wenn's mal passiert als Heilerin, ist das super. Das Messer habe ich ewig verwendet. Das hier. Ja, das hört sich auch gut an, ne? Und dann habe ich noch was bekommen. Weiß aber nicht, allerdings nicht, was das ist. Das hier war das. Kampfpflegeset. Angriffsstufe plus 5, okay. Warte, das muss ich ja anders machen. Das hier ist schon auf Max. Neues Buch habe ich nicht bekommen. Warte mal, dann machen wir erst was anderes. Zack. Schwerkraftei war das, ne? Ja, das ist jetzt nochmal ein Dingsei. Das habe ich ja jetzt dem anderen Typen gegeben. Der hat ja aber wahrscheinlich 0 Mana, oder? Der hat 75 Mana. Kosten als Schweine viel. Ein Feind, Spezial. Trifft den Feind mit Bestienseelenkraft. Mehrere? Was heißt denn Spezial? Biestkönigschuss. Trifft den Feind mit Bestienseelenkraft. Okay. Lernen wir auch mal. Nein, ich bin dabei, ich bin dabei. Können wir auf jeden Fall hochballern. Das auch. Okay. Ja, ich denke mir, wenn es schon spezial ist, das ist bestimmt eine geile Fähigkeit. Mir ging es nur darum, dass nicht dabei ist, ob es für ein oder mehrere Feinde ist, aber ist okay. So, das hier auf Max. Wie haben die eigentlich? Der hat 3. Der hat 1, 2, 3. Der andere hat erst 1. Warum hat der nur 1 drin? Noch eine Lebenskrafterhöhung, wartet mal. Mach ich doch lieber bei ihm die Lebenskraft hoch, oder? Oder bei ihr? Sie hat noch gar nichts drin? Ach, weil es wieder geswitcht wurde. Da du ja endlich, was? Endlich zu Ende bist mit dem Bossfight. Wer will sich meine guten, schlechten Neuigkeiten anhören vom Blutbild? Oh ja, hau raus. Und sie kriegt auf jeden Fall die Lebenskrafterhöhung.
eigentlich braucht er ja jetzt. Er braucht jetzt auch wieder. Auf jeden Fall die Magiekraft. Das braucht er auf keinen Fall. Dafür braucht er Feuerblitzzauberkraft oder Feuerexplosionszauberkraft, ne? Und sie kriegt auf jeden Fall noch. Mit der Verteidigung, ne? Es gibt halt nichts mehr Gescheites hier. Die Guten nehmen wir zuerst. Nein, normal macht man die Schlechten zuerst, oder? Erhöhte Chance auf Objekte nach Kampf ist ja auch gar nicht so schlecht. Härte macht einfach die Verteidigung hoch. Ja, dann kriegt sie halt das noch. Obwohl, warte mal, was hat er denn noch? Können wir das noch lernen? Hat sie wenigstens ein bisschen Verteidigung mehr? Ich habe kein Rheuma, Arthrose oder sonst was. Laut dem Blutbild. Okay. Ja gut, Arthrose wirst du da auch nicht feststellen können, ne? Was sagt MRT? Zählt das als Erdesprüche? Also Heilung ist doch Wasser, oder? Aber es stimmt, sie hat Erdbeben noch. Ja, stimmt, da habe ich nicht dran gedacht, ja. Und beim MRT sahen die Ganglion. Und was ist das? So, das haben wir mal. Gehen wir da nochmal was rein. Im Handgelenk, anderes Wort für Überbein. Aha, okay. Einfach kein Tennis mehr spielen und komplett auf Liegestuhl. Ja, ist dasselbe, was ich dann habe, ne? Vom Prinzip, ja. Einfach eine leichte Abnutzung der Gelenke und dadurch darfst du halt diese Sachen nicht mehr machen, damit das nicht schlimmer wird. So gut, es geht schon, ja. Selbe Diagnose habe ich auch bekommen. Zumindest das, was ich nicht mehr machen darf dadurch. Mir reicht eigentlich heilen. Was haben wir denn hier noch? Regeneriert viele, viele HP. Hä? Ach, alle. Oh, nice. Okay, das ist schon mal wichtig. Hier gibt's nichts Neues. Da müsste ich die erstmal hochpowern. Könnte ich aber mit Schlummer machen, mal auf jeden Fall. Das hat er. Das hat er mit Feuer und Blitz. Kirk, das hat er. Oder hat er gar nicht? Warum habe ich ihm das nicht gegeben? Weil ich es ihr gegeben habe. Muss ich erst bei ihr was anderes machen dann? Hast recht, weil bei ihr ist das ja komplett useless. Jetzt kann ich aber gar nichts mehr wechseln, weil ich alle verbraucht habe. Kann ich es ablegen einfach? Ah ja, oben entfernen. So dann.
Okay, dann hauen wir hier noch was raus. Den mal ein bisschen hochpowern noch. Das nutze ich auch nie. Wasser des Lebens regeneriert alles. Für alle Freunde. Auch kostet halt 90, ne? Ja, ist halt noch ein bisschen früh einfach. Kannst dann einmal machen, dann hast du keine SP mehr. Dann machst du lieber die Albtraumbombe und schläferst ein. Und bei ihm Goldhammer. Können wir aber eigentlich auch mal nutzen. Oh, wir haben nicht mal genug. Okay. Machen wir das gleich auf 2. So. Okay, zufrieden, Tobi? Ich hab geskillt. Muss ich nur noch speichern. Ah, wen hat der sklavische Durst? Der sklavische Durst auf scheinheiliges Blutvergießen angelockt. Was führt dich hierher? Oder habe ich die Antwort schon erraten? Let's go. Ja, aber bist du zufrieden, Satoshi? Hätte es schlimmer ausgehen können, oder? Mit der Diagnose? Ich werde diese Mutter und ihre Tochter vor die Inquisition schleppen. Warum? Haben sich die Kranken etwa nicht erholt? Solltest du nicht wieder in deine Gruft hinabsteigen und an Knochen herumnagen? Ryudo hat recht, Hohepriesterin Selene. Das Mädchen kann weder sehen noch hören. Aira ist harmlos. Sehr. Teilweise spare ich schon auch Münzen. Aber dann auf ein Ziel. Aber an sich sind die Münzen zum Ausgeben da. Ja, ja, merkt man ja. Gibt halt an. Man muss das halt erstmal rausfinden. Ne? Es gibt halt viele Spiele. Da musst du auch sparen, weil wenn du ein bisschen verskillt hast, ist es Pech. Aber ich glaube, hier ist es einfach wirklich sehr straightforward. Stimmt schon. Bitte lass sie in Frieden. Hüte deine Zunge, Sängerin. Wer von Valmar berührt wurde, muss dementsprechend behandelt werden. Im Namen von Kranas muss alles Böse und Verderbte geläutert werden. Ja. Ich muss demnächst auch ein bisschen was machen mit Schulter. Ich versuche es erstmal ganz normal mit Sport. Wenn es aber nicht ganz weggeht, dann muss ich auch Doktoren abklappern. Bitte hör auf mit diesem Wort. Sag doch, es ist falsch. Ist es falsch für eine Mutter, ihre kranke Tochter heilen zu wollen? Ist es gerecht, eine trauernde Mutter aufzuknüpfen? Ryudo, offenbar willst du die beiden beschützen. Manche würden deine Worte für ketzerisch halten. Macht dir das denn überhaupt keine Angst? Hohepriesterin Selene, du würdest doch sicher nicht... Sie würde alles machen. Na schön, ich bin ein Ketzer, ich hasse Gott, ich hasse eure albernen Gewänder, ich hasse dich. Nenn mich, was du magst, aber verschone die zwei. Ah, Hohepriesterin Selene. Mach dir keine Sorgen um uns. Alles hat sich geklärt, streiten wir uns bitte nicht, bitte. Bitte lass uns wieder so leben wie früher. Wir haben gelitten, doch das war kein Grund, Andrea. Warum sage ich jetzt Andrea, wenn da Sandra steht? Sandra oder Ira so schlecht zu behandeln, bitte vergib uns. Bitte verzeih uns, Priesterin. Es widerstrebt mir zwar, doch man soll nicht sagen, dass Kranas keine Gnade kennt. Nun denn. Aber Elena, für eine Anhängerin und Sängerin von Kranas scheint es dir an Frömmigkeit zu fehlen. Ich werde seine Heiligkeit Sera unterrichten. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es tut mir leid, euch zu belästigen. Es gibt keine Ausrede dafür. Ist schon in Ordnung. Wir haben eigentlich auch nichts getan. Wir konnten ihr nicht helfen. Wenigstens habt ihr es versucht. Ich habe nicht mal etwas unternommen. Hat er recht. Willkommen, ihr alle. Ich fühle mich, als hätte ich geträumt. Ich werde nie vergessen, was Saira in meinem Traum gesagt hat. Wenn wir ewig hier bleiben, müssen wir nicht leiden.
Sie war so ein liebes Mädchen. Oh, tut mir leid. Werdet ihr heute Nacht hier übernachten? Ihr mögt zwar jung sein, aber ihr solltet euch nicht überarbeiten. Seid vorsichtig und übertreibt es nicht. Ich werde nicht gleich gehen, aber auch ich möchte etwas Zeit mit Sandra verbringen und die Dinge bereden. Kommt jederzeit wieder, wenn ihr Probleme habt, und ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Komm schon, lass uns essen, ich hab Kohldampf. Entschuldigung, konnte gerade nicht reden, hab was im Mund. Habe ich nicht gespeichert, ne? Warum muss ich jetzt oben über den Hügel? Ah ne, Sankt Heimgebirge auf halbem Wege. Los geht's. Schutzpilz. 500 G. Sankt Heimgebirge Kavernen. Nochmal 500 G. Basis. Okay, wartet mal. Ah, er hatte jetzt die Flammenglut. Now burn to a crisp. Trennungsstein. Was ist das denn? Treibt gruppierte Freunde auseinander. Okay, das heißt, wenn irgendwann mal ein Boss, ein Mob kommt, der mich zusammenzieht, kann ich damit das wieder auseinandertreiben. Alles klar. You cannot get away with that. Also Trashy sind halt echt sehr, sehr leicht in dem Spiel, ne? Hier bin ich reingekommen, oder? Okay, ich glaube, das ist sehr wir hier. Das Gebirge. Now burn to a crisp. Er hätte irgendwann keine Mana mehr, aber dann gehst du halt einfach irgendwo hin, lädst auf. Laufsamen wollte ich wem geben? Ihr, ne? Aber warum? Ah, damit sie öfters drankommt.
kann eigentlich ein bisschen HP vertragen. Das ist Bigfoot, ja. Den gibt es mehrfach hier in diesem Spiel. Oh, mit Teufeln. Ich setze mich auch ein bisschen gemütlicher hin, ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Fachkräfte, grüß dich. Stuff of Nightmare. Stuff of Nightmare. Jetzt bist du draußen, wieder aus der Traumwelt raus. Wohin geht's als nächstes? Zur Kathedrale des Papstes. Nö, das ist halt schon recht alt. Dementsprechend, die Final Fantasies damals waren auch nicht komplexer oder schlechter oder besser, ne? Jetzt geht's zum Papst, so sieht's aus. Das ist eigentlich Quatsch. You cannot get away with that. Das war auch Dummheit, ne? Da jetzt nochmal ein Flammendings drauf zu hauen, es war verschwendete Energie, aber ich soll ja nicht so viel sparen, habe ich gelernt von Großmeister Tobi, ne? So habe ich das nicht gesagt. Ja. Alles gut. So, wir schlagen hier unser Lager auf. Okay, wenn er sagt, ist entschieden. Tobi gibt wohl seinen Zahltag in den ersten 2 Wochen schon aus. Was? Warum? Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Ganzen. Was ist eigentlich mit Mirumu geschehen? Ich frage mich, ob unser Verhalten richtig war. Niemand kann Aira verübeln, was sie getan hat. Sie hat nur getan, was sie für das Beste hielt. Als Schwester von Granas frage ich mich, was ich wirklich hätte tun sollen. Ich glaube, wir sollten froh sein, dass das ganze Dorf nicht niedergebrannt wurde. Dieses Dorf kann sich glücklich schätzen, nicht völlig zerstört worden zu sein. Wenn Millennia nicht gewesen wäre, wären wir noch dort und müssten uns durch dieses Chaos wühlen. Selene hätte vielleicht alles in Brand gesteckt. Gefühlt jeden Tag Zahltag hat. Weil du eine Anspielung gemacht hast auf Tobi, dass du nicht sparen sollst. Ach so, geldtechnisch meinst du. Okay, gut, verstehe. Hey, listen. Ja, ich hab's doch gelesen. Alles gut. Oder habe ich was überlesen? Nee, nee. Verstehst du denn nicht? Millennia ist Valmar. Stiehlt sie nicht Seelen und tut böse Dinge? Nö, nö. Millennia scheint, ich weiß nicht recht. Sie scheint nicht so erschöpft zu sein. Ich glaube, was? Sie scheint nicht so erschöpft zu sein. Ich glaube aber nicht, dass sie eine Dämonin ist. Ich verstehe es immer noch nicht. Ist sie wirklich die Flügel Valmars? Ich sing nichts.
Millennia ist noch ein Kind, das nicht von der Welt weiß. Da hast du recht. Sie kommt mir auch irgendwie gefährlich vor. Was glaubst du, hat Millennia getan? Hat sie nicht Aieras Seele vernichtet? Was wäre das Richtige gewesen? Ich kenne das Wesen dieses Valmars nicht. Jedenfalls riecht Millennia anders, oder ist es wieder erriecht? Als dieser abscheuliche Unhold Melfis. Ich weiß nicht recht. Ich denke, die Verkörperung des Bösen wäre nicht ganz so albern. Je mehr ich über Millennia höre, desto unruhiger werde ich. Wer oder was ist sie? Mir wird schon unwohl, wenn ich nur an sie denke. Na, genug für heute. Sleeping. Tipp, tipp, tipp. Wenn es nur so wäre. Guck, hier ist. Dieses Mal ist hier ein Dings, Tobi. Dieses Mal ist hier ein Speicherpunkt. Letztes Mal war keiner da. Letztes Mal vor 8 Stunden Spielzeit oder 9. Hier war nur die Kiste, ne? Warum sind da unten noch Gegner? Da will ich hin und das sind Schuhe. Ich habe das Gefühl, ich habe hier was verpasst. Ja, vielleicht geht's auch da runter. Now burn to a crisp. A breeze. Ich habe ja was verpasst. Ich glaube, ich habe einen Ausgang verpasst. Mal. Schön getarnt, unterm Wasserfall, der Klassiker. Now burn to a crisp. Ja gut, bei euch ist ja alles teurer. Oh, that was a breeze. Ich denke, prozentual passt das wieder, ne? Gehalt zu Lebensstandard. Wie nennt man das? Lebenserhaltungsstandard? Nennt man das so? Keine Ahnung. Allheilrolle, auch nicht schlecht. Löwenfeldkluft. Ist die für Marek? Der Gorbi findet die Secrets, ne? Oh, die da oben waren schon aggro, die Jedis. Yetis, nicht Jedis, Entschuldigung. What the fuck? Okay. Optische Täuschung gerade gewesen mit der Höhle oben drüber.
Ja klar, der hat mein Paket ja auch mal fix nach Deutschland gefahren. Und war dann noch im Kaufland, oder? Kaufland hast du gesagt, ne? Now burn to a crisp. Man kann gut über die Runden mit einem anständigen Lohn. Hier bei uns sind DHL-Chauffeure bestimmt auch schlecht bezahlt. Der Mindestgehalt für den Beruf liegt, für meinen Beruf liegt bei 3.500 brutto. War noch ein Kaufland. Ja, klar. Ach, wenn man sich ein bisschen einschränkt oder ein bisschen auch weiß, wie man auf Geld achtet und was man sich leisten kann, dann geht das alles, finde ich. Natürlich gibt es auch Berufsgruppen, die es schwerer haben oder leichter haben. Ja, wartet mal. Aber insgesamt passt das doch. Aber ja, da spreche ich wieder aus einer privilegierten Position. Bei 3,5 brutto ist hier schon recht gut, würde ich sagen, ne? Recht gut nett, aber nicht der Mindestlohn, sagen wir mal so. Of nightmare. Ja, mit 3,5 brutto, ja. Was bleibt dir dann? 1,8, 2. Ja, da kommst du schon mit. Also allein kommst du da eh mit klar. Ne? Aber für eine Familie ist das schon eine enge Kiste. Ja, kriegst auch noch Kindergeld on top und so weiter. Keine Ahnung. Kann er nicht mitreden. Komm, wie fies, ne? Eingeschläfert und dann alle abschlachten. These guys were no real challenge. Nein, 3,5 brutto ist ja bei uns nicht der Mindestlohn. Also, da geht's ja wesentlich weiter runter. Also, es gibt ja genug Leute, wahrscheinlich sogar ein Großteil der Leute in Deutschland arbeiten für weniger. Ja, ne, ein Großteil nicht, aber da gibt's schon einige. Ist nix? Ah doch, guck mal. Ich bin absolut überprivilegiert. Darf mich nicht beschweren. Kommst du über 2 ins Netto raus? Ich hätte jetzt auf 2,0 getippt. Ja, trotzdem ist das... Das geht, natürlich geht das. Das geht easy. Für eine Familie auch. Für eine vierköpfige Familie, wenn noch Kindergeld und so weiter drauf kommt. Aber arg viel machen kannst du da nicht. Also viel Luft nach oben ist da dann nimmer. Kommt halt immer drauf an, wo du wohnst. Was für Miete du hast. Was für Nebenkosten du hast. Ne? Ja, das musst du aber auch immer so sehen, Fachkräfte, das kommt auch immer drauf an, ne? Also Leute, die irgendwie sagen, ich war nur zum Glück noch nie in der Position, meine Frau auch noch nie. Aber man muss halt auch immer sehen, ist halt auch nur ein Feind, ist halt echt schwach, ne? Also er kann halt gar nichts. Ja, was ich sagen wollte, man muss halt auch immer sehen, wenn du jetzt Hartz IV empfängst, wenn du Hartz IV empfängst, hast du halt auch nie eine Möglichkeit, da rauszukommen und irgendwo aufzusteigen und so. Ne? Und wenn du aber sagst, okay, ich arbeite, ne? Und guck einfach mal, was passiert in den nächsten 2 Jahren. Kriegst zwar insgesamt ein bisschen weniger Geld als Hartz IV, beziehungsweise meistens wirst du ja dann auch vom Staat aufgestockt. Ja? Aber wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus. Ja, zumindest hast du, wenn du arbeitest, versauerst du nicht in deiner eigenen Siffe und hast halt die Möglichkeit, was zu erreichen und mehr weiterzukommen im Leben. Ja, mit Hartz IV hast du das halt nicht. Ja, ohne Ausbildung, ja. Das geht. Wir, bei uns sind auch recht viele Leute, die über so Personal,
Gesellschaften dann zu uns kommen, ja, die eben Artikel prüfen. Und wenn die sich gut anstellen, werden die auch irgendwie übernommen. Und da sind auch einige dabei, die keine Ausbildung haben. Ja. Ja, bei euch die Abzüge fehlen halt, ne? Ich weiß halt, was ich brutto bekomme. Knapp weniger als 3,5. Was ich netto rausbekomme. Ja, ja, klar. Natürlich, dann weiß man das. Sicher. Oh, was ist hier los? Wir bleiben heute Nacht hier schon wieder? In Ordnung, ich hole etwas Wasser. Gute Idee. Ich werde dich begleiten. Dann kann ich dir tragen helfen. Nein, ich mach das schon. Dann leiste ich dir eben Gesellschaft. Komm, wir gehen. Ja, klar haben die nicht so viele Abzüge, aber die Waren und alles was, das ganze Leben ist ja wesentlich teurer, ne? Es muss ja irgendwo ausgeglichen werden. Passt auf euch auf, ihr beiden. Aber ja, eine Ausbildung ist natürlich schon sehr von Vorteil, ja. Und Engagement und, ja, Engagement reicht eigentlich schon. Engagement und Zuverlässigkeit, das sind also die wichtigsten Attribute, ne? Du kannst eigentlich auch ein Arschloch sein, wenn du aber zuverlässig bist und ja, darfst auch kein Arschloch sein. Kommt immer drauf an, was du machst, natürlich, ne? Bei dir kann man es nachschauen. Ja, bei meiner Frau auch, ne? Und dank den Ausländern, die keine Ausbildung haben, unter den gleichen Anstellungsbedingungen arbeiten, wie zum Beispiel mein Beruf Logistiker, ist der Lohn tiefer. Warum ist dann der Lohn tiefer? Weil es Leute ohne Ausbildung gibt, die das Gleiche machen wie du mit Ausbildung. Aber das liegt ja nicht nur an den Ausländern, oder? Also es kann ja auch ein Schweizer ohne Ausbildung deinen Beruf ausüben. Na? Motivation, Zuverlässigkeit, eiserner Wille. Kannst einen weiteren Neuwagen leisten. Aber vielleicht kannst du dir zumindest irgendwann einen Gebrauchten leisten. Und musst keinen vom Amt gestellt bekommen, ne? Wenn man weiß, wie man eingruppiert ist, ja klar, natürlich. Aber das kann man ja wahrscheinlich auch nachgucken, ne? Zumindest grob, ja. Wir sind gleich da. Wenn ich gewusst hätte, dass diese Reise so lange dauert, hätte ich Wüx nicht gebeten, auf Sky aufzupassen. Es gibt kaum Schwarzer ohne Ausbildung. Okay, gut. Touché. Dann natürlich, ne? Ja, ja, klar. Ja, aber das ist bei uns in Deutschland, das ist ja genau das Gleiche, ne? Sobald es halt Jobs sind, die auch Leute ohne Ausbildung machen können, die dann aus dem Ausland kommen, auch gerne für ein bisschen weniger arbeiten, dann wird es halt schwierig, ja? Aber so, da bei uns das meiste zumindest tariflich geregelt ist, gibt es da gar keine Möglichkeiten, ja? Außer jetzt natürlich schwarz oder so, aber jetzt auf legalem Wege. Aber trotzdem kann man es keinem Ausländer verübeln, der in seinem Land vielleicht gar keinen Job bekommt, dass er irgendwo hingeht und dort einfach arbeitet. Ne? Das kann man halt auch keinem verübeln. Also schuld sind da jetzt in dem Fall jetzt nicht die Ausländer, sondern das System an sich. Ja. Du kannst den Neuwagen deines Chefs dann in 10 Jahren überteuert kaufen, das ist richtig. Ich fürchte, unsere Reise wäre viel kürzer gewesen, wenn du nicht bei uns gewesen wärst. Wir sind nur wegen dir so weit gekommen, Ryudo. Ich habe auch vieles gelernt. Danke für das, was du getan hast. Also, ich bin nicht der Einzige, dem man danken sollte. Ich habe wegen dir ein paar Dinge getan, die ich sonst nicht getan hätte. Aber es hat sich gelohnt. Bisher hat mir ein Auftrag nie Spaß gemacht. Und ich habe den kleinen Chaoten vorher noch nie arbeiten sehen. Halt den Schnabel, Sky. Solltest du nicht am Boden picken und scharren? Wenn wir zur Kathedrale kommen und seine Heiligkeit Papst Serra aufsuchen, glaubst du, es wird ihm gelingen, Valma zu vertreiben? Ja gut, das sind dann ganz dumme Fälle, ja. Das ist richtig. Obwohl sie wahrscheinlich auf gleichen Standards sind, ja.
Das geht ja aber schon bei unserem Schulsystem los, dass es kein Zentralabitur oder sowas gibt, sondern dass da jedes Land selbst rumwurschtelt. Das ist ja schon der größte Käse, ja. Na, also es ist ja total Banane eigentlich, wenn man sich das vorstellt, dass das immer noch so ist. Das weiß ich leider nicht. Hör mal, es passt zwar nicht zum Thema, aber warum bist du so nett? Tja, die Seelen der Menschen sind schwach, also muss ich ihnen helfen. Ich muss ihnen das Licht bringen. Wenn sie nicht stark sind, wird der Finsterling ihre Schwäche ausnutzen, wie es bei mir der Fall war. Dass das einfache Bauernvolk für dumm verkauft wird? Nee, das glaube ich nicht unbedingt, Fachkräfte. Na? Das glaube ich nicht unbedingt. Ich meine, klar, das einfache Bauernvolk, wenn man es so nennen will, es steckt ja schon drin, ist halt eher einfach, ja. Und das lässt sich, mit dem lässt sich halt auch leichter Geld verdienen, beziehungsweise ein bisschen ausnutzen. Aber grundsätzlich wird in Deutschland eigentlich, wenn man ehrlich ist, also unser System ist schon ganz cool und da wird eigentlich auch niemand großartig ausgenutzt, ja. Also natürlich passiert das, aber du musst immer im Vergleich zu anderen Ländern sehen und da ist unser System schon sehr, sehr gut. Gerade was den Arbeitsmarkt und Ausbildung und so weiter anbetrifft, ist das schon okay. Ja. Es hat jeder die Möglichkeit, bei uns was zu erreichen, wenn er Bock drauf hat, auch wenn er nicht so intelligent ist. Du musst halt wirklich nur am Ball bleiben und musst es einfach machen. Ja. Und nicht denken, dienstags morgens, boah, sind noch 3 Tage, nee, da gehe ich mal zum Arzt und melde mich krank. Und selbst damit kommen viele noch durch. Ne? Wird seine Heiligkeit mich retten können? Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir sehen ihn morgen, dann werden wir es wissen. Es gibt nämlich auch sehr viele Leute, die den Staat für dumm verkaufen wollen. Darf man auch nicht unterschätzen. Das ist auch eine große Menge. Mach ich immer montags morgens. Ja, du bist ja auch schlau. Du gehörst ja nicht zu dem dummen Bauernvolk, sondern du bist ja schlau, ne? Warum habt ihr so lange gebraucht? Das Essen ist fertig. Der Weg, den wir gefolgt sind, hat sich gewunden wie eine lange Schlange. Er wand sich hierhin und dorthin. Es war wie in einem Labyrinth. Marek will damit sagen, worüber redet ihr beide eigentlich? Wir haben uns verirrt. Kommt, lasst uns essen. Meine Krallen sind eingezogen. Mein Bauch ist leer. Wurde aber auch Zeit. Wie viele Leute braucht man denn, um Wasser zu holen? Warum habt ihr eigentlich so lange gebraucht? Auch nochmal die Story. Was ist denn mit euch? Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, Wasser zu holen. Wir haben uns nur ein wenig verirrt, stimmt's, Marek? Rowan, reden wir nicht mehr darüber. Was habt ihr beide gemacht? Oh. Ihr habt euch aber Zeit genommen. Ich dachte schon, ist etwas passiert. Ja, ist ja jetzt gut. Wie ich sehe, habt ihr euch gefunden. Ich bin froh darüber. Was kommt denn jetzt für ein Gespräch hier auf? Was meinst du damit? Es gibt Zeiten, in denen man dem Fluss erlauben soll, sich seinen eigenen Weg zu bahnen. Du wirst schon früh genug die Wahrheit erfahren. Jedenfalls führt uns unser Weg zur Kathedrale hin. Wir haben die Berge beinahe überquert. Wir werden bald in St. Heim sein. Wir werden also endlich die Granas-Kathedrale erreichen. Wir sind so weit gekommen. Marek, du machst dir wirklich um die seltsamsten Dinge Sorgen. Es wäre lustig gewesen, heimlich zuzuschauen. Was meint er denn? Die Kathedrale, ein Ort der Versammlung, an dem man dem Himmel statt natürlichen Dingen seine Gedanken als Opfer darbringt. Interessant. Wir sind bald in St. Heim und dem Sitz des Papstes und vor der Granas-Kathedrale, wo sich die Menschen zum Gebet versammeln. Ich frage mich, ob Gebete, die vor langer Zeit von Unbekannten gesprochen wurden, noch fortbestehen, auch wenn sich niemand erinnert. Irren die Träume eines Mannes denn lautlos durch die Zeit? Wir werden morgen etwas schneller machen. Gehen wir jetzt schlafen. Ist klar. Gehen wir mal schlafen, Freunde der Sonne. Schnarcht da jemand?
Oh, alter Andersen. Ja, krass, oder? Überlegt euch das mal. So viele Stunden Lebenszeit habe ich schon gestreamt und noch mehr, weil Andersen war ja nicht immer da. Das ist schon brutal, ne? The stuff of nightmare. Das ist schon verrückt. Aber geil. Oh, that was a breeze. Das ist ein Nightmare, ja. In nur ein paar Stunden, ja. Was ist denn das hier? Hallo? I want to have this. Okay, da geht's er. Ah, da kommt man da hinten raus wahrscheinlich. Jetzt wird er kurz bevor er getötet wird, erstmal getroffen, eingeschläfert und wird dann mit einem Schlag im Schlaf getötet. Schon fies, ne? Also Warframe habe ich zum Vergleich. Alter, warum spielt ihr alle so viel Warframe? Ist ja krass. Ogerhelm, kann der was? Easy. Man, jetzt kann ich unten reinlaufen oder muss ich von hinten durch die Höhle kommen? Ich kann reinlaufen. Easy. Drachentöter-Axt plus 5. Effektiv gegen Reptilien. Krass, Warframe. Oh, das habe ich. Ich habe es, wie gesagt, ich habe es ja ein, zwei Mal gespielt, ne? Boah, mich hat das überhaupt nicht abgeholt. Aber ja, man merkt es ja, Andersen ist halt sehr grindlastig unterwegs, ne? Spielt jetzt auch Dingenskirchen. New World. Ja, irgendwann ist es bei solchen Spielen vorbei. Irgendwann ist es dann vorbei. Now, burn to a crisp! Und dann fasst du es. Sowas fasst du normalerweise noch nicht mal an. Ne? Weil jeden Tag, den du nicht spielst, fällst du zurück. Habe ich immer das Gefühl bei so grindy Games. Und dann fasst du das nicht mal an. Auch wenn was Neues rauskommt, irgendwann ist dann zu spät. Aber es gibt irgendwie ein Reset oder so. Jemand den Lurk? Leg mich hin. Viel Spaß noch. Satoshi, was ist los? Kurz vor 10? Ich bin Lurk. Ich wünsche dir viel Spaß im Lurk. Darf gut, falls wir uns nicht mehr hören. Der Zwang zu spielen nervt. Ja. 270 Stunden, geht ja noch, ne? Geht ja noch. You cannot get away with that. Aber ja, ich meine, ist halt auch dein Leben, ne? Also zocken und arbeiten ist halt so. Ist ja auch okay. Ist ja bei mir nicht anders. Nur ich hab halt noch so eine nervige Familie nebenbei zu versorgen. Und ein Haus und so. Aber ansonsten identisch.
Neue Kram von Warframe macht mir keinen Spaß. Ja, ist doch cool. Dann hast du wenigstens was Neues. Bin ich hierher gekommen? Boah, jetzt wird's wir. Jetzt wird's wir. Zurück. Bin ich hierher gekommen? Ja, ich bin hierher gekommen. Okay. Gut, hier geht's nicht weiter. Hier ist irgendwas. Ich weiß anders. Das war auch nicht so ernst gemeint mit geht noch. Nu? Okay. Einfach nur schöner Ausblick, oder was? Aber einfach schlapp? Ja, egal. Leg dich hin. Wenn ich jetzt nicht hier Dings wäre, würde ich auch vom Fernseher liegen. Nix machen. Drei Wochen sind 21 mal 24 Stunden. Das geht doch easy. Man spielt einfach sehr schön. Stuff. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht, dass er rausgelaufen ist aus dem Pulk. Jetzt sind es aber nur noch zwei, ne? Scheiß drauf. Die können ja halt gar nichts. Einfach niedergeknüppelt. We won. Trotzdem müsste ich doch irgendwie noch auf der anderen Seite rankommen, oder? Um an diese Kiste zu kommen. Now burn to a crisp. Ja, das war auch schlecht. Ich den mittleren eher nehmen können, einen von den beiden mittleren. Egal. Ich mach mal, obwohl das mache ich beim nächsten. Wenn Marek mal früher dran kommt, mache ich das mal. Mache ich mal seine Special-Fähigkeit. Wieder das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Mal gucken gehen. Ich bin krankgeschrieben, da läuft der PC von morgens aufstehen. So ab 8. Nachts um 2 durchgehen. Ja klar, wenn du krank geschrieben bist, sowieso. Okay, hier war nur der Wasserfall und da drüben müssen wir irgendwie hin. Nein, ich wollte nicht. Ah, da hinten war ein Eingang, okay. Kann ich das abbrechen? Nee. Wie lange bist du eigentlich noch krank geschrieben jetzt, Andersen? Die Fäden eigentlich raus? Ach so, schlafen? Ja klar. Irgendwann muss das ja auch mal machen, ne? Früher waren 6 Stunden für mich auch immer in Ordnung. Wenn ich heute jetzt 6 Stunden nur mache. Ach guck mal, Marek ist dran. Perfekt. Wenn ich nur 6 Stunden schlafe, wird es mir immer zu knapp. Das packe ich 2-3 Tage und also irgendwann bin ich dann zu schlapp. Spezial. Triff einen Feind mit Bestienseelenkraft. What the fuck? Okay, alle anscheinend. Nochmal 2 Wochen erstmal. Okay. Ich mach mal nichts anderes. Ich will das sehen. Okay, es geht recht weit. Seit Montag draußen. Und alles Tutti? Alles gut?
Ich hoffe doch, ne? Ja, ich hab's gesehen, Radius von ihm. Ich habe jetzt zufällig halt alle erwischt, ja. Oh, die sind ja richtig stark hier. Die haben das ja überlebt. Die Kämpfer laufen schon. Die sehen dynamischer aus, als sie eigentlich sind, ne? Aber durch dieses Kampfsystem, ja, das sieht halt echt aus, wie wenn es schön durchgestylt und geplant wäre. Aber im Endeffekt ist es ja auch nur ein bisschen klicken. Und sagst du die Kathedrale schon? Nee, ne? Da sind noch keine Jedis davor. Jetis davor. Now burn to a crisp. Laufen seitdem auch ohne Krücken rum? Ja, super. Easy. Kannst du überhaupt zocken? Also kannst du jetzt lange sitzen? Geht das? Kein Problem? Bloß wegen irgendwie Blut abstellen und sowas auf den Stühlchen. Obwohl, du hast ja einen guten Stuhl, ne? Okay. Scheint nichts zu sein. Zaubersamen. Eigentlich muss ich sie ihm geben, damit er heilen kann, weil sie hat ja mit Millennia gar nichts zu tun. Ich muss nochmal kurz hier hin. Oder sind jetzt... sind die Gegner wieder da, ne? Ich habe gedacht, ich habe vielleicht unten noch was vergessen. Ich muss auch noch irgendwas vergessen haben, weil bei der einen Truhe war ich, glaube ich, immer noch nicht. Aber egal. Sitzen geht ohne Probleme, okay. Beide Strecken laufen, tut schon weh. Ja, gut, klar. So. Ich hoffe, das geht nicht automatisch weiter. Ansonsten müsst ihr mir erzählen, was los ist. Weil ich muss nochmal... Ich mache nochmal 2-3 Minuten Pause. Meine... Frau ist gerade gekommen, hat sich ihre Bettdecke geholt. Die pennt ja oben, unten bei den Kids auf der Couch. Die haben da schönes Couchlager gemacht. Schön gemütlich. Ich sag denen nochmal gute Nacht, ne? Und hol noch ein paar Dinge raus, die ich brauche. Wenn die da alle im Wohnzimmer pennen. Bis gleich. 2 Minuten bin ich wieder da.
Willst du ein Dosenbier? Nein. Ich habe mir noch einen Schluck Cola geholt. Ein Schluck Wasser und mein Dampfgerät. Weil ich will da nicht durchlaufen dann später. So. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich hier. Mehr brauche ich nicht mehr. Ne? Das war das Zahnbürsten. So habe ich hier oben. Ich bin ja. Wir wohnen hier im Dachgeschoss. Also ich wohne im Dachgeschoss heute Abend. Zahnbürste habe ich. Ne? Munddusche auch. Mehr brauche ich heute Abend nicht mehr. Kontaktlinsen brauche ich nicht rausmachen. Das war's. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich hier. Mal gucken, was der Papst so sagt. Der Torwächter sagt: Vor euch liegt in seiner ganzen Pracht Sankt Heim. Der Sitz des Papstes, errichtet zu Ehren des großartigen und majestätischen Lord Granas. Ihr Grese, du wohnst oben? Nein, also ich habe Büro und Schlafzimmer und Gäste-WC, nee, und WC und Bad hier oben und Gästezimmer. Und meine Frau schläft unten bei den Kids auf der Couch. Heute, weil sie sich das gewünscht haben. Habt ihr ein Zweifamilienhaus? Na, es ist so groß, es klingt wieder dekadent, aber es ist so groß, dass zwei Familien hier wohnen könnten, ja. Aber wir bewohnen es alleine. Hübsch. Hier ist also die Kathedrale. Ja, dem ist so. Und was habt ihr in der Kathedrale vor? Ich bin eine Schwester im Dienst von Lord Granas. Ich heiße Elena. Pater Karius und sein Bruder Baktus aus Carbo im Schwarzen Wald. Oh, ich komme aus Deutschland, siehst du mal? Hat mich gesandt, um seine Heiligkeit Papst Cera aufzusuchen. Nun, das war bestimmt eine lange Reise. Ihr wollt also zu seiner Heiligkeit Cera? Ich muss einen Bericht über die Versiegelungszeremonie abgeben. Dann bringe ich euch zur Kathedrale. Also doch ein Schloss? Nein, Schloss ist nicht. Anfang der 70er gebaut. Aber recht robust ist es. Ah, nun, vielleicht besser nicht heute. Ich gehe gleich morgen hin. Nun gut, ich werde seine Heiligkeit davon unterrichten. Und so erreichen die mächtigen Krieger das Ziel ihrer langen und unnötig komplizierten Reise. Gut gemacht. Du musst müde sein. Ryodo, was werden du und die anderen jetzt tun? Ich mache mir noch immer Sorgen wegen meines kleinen Bruders, aber ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Das Schicksal verband den Bruder mit dem Bruder. Ich werde bei euch bleiben, da das Werk des Schicksals noch nicht beendet ist. Ich werde auch gern mitkommen. Ich würde. Aber mich interessiert auch die Geschichte der Kirche von Granas. Ich würde hier gern noch etwas verweilen. Kein Problem. Ist ja nicht so, dass ich woanders hin will. Elna, bist du sicher, dass du deine Angelegenheiten nicht heute erledigen willst? Es ist eine Audienz bei seiner Heiligkeit Cera, also will ich einen gepflegten Eindruck machen. Gut, dann übernachten wir hier und gönnen unseren Füßen Ruhe. Oder von Ratten beschmutzten Krallen für manche. Ja, gute Idee, ich bin auch hungrig. Ja, genau. Nein, ich habe 266 Quadratmeter Wohnfläche, wobei da ein Teil davon dem Keller mit angerechnet wird, weil wir am Hang wohnen und drei der Zimmer im Keller sind komplett rundrum mit, nicht rundrum, aber zwei Zimmer an zwei Seiten und eins in der Mitte, das ist eine Waschküche, also ein Bad mit WC und Badewanne. Und Waschbecken und da sind halt die Anschlüsse für die, das ist halt eine Waschküche, ja. Und da ist dann an einer Seite Fenster und somit zählen diese drei Zimmer auch als zur Wohnfläche dazu. Aber ohne die wären es wahrscheinlich auch so 200, würde ich sagen. Dementsprechend ist schon ein sehr großes Haus, ja. Ist auch viel zu putzen und zu tun.
Das muss eine lange und harte Reise von Cabo gewesen sein. Ihr seid im Haus von Lord Granas und müsst euch keine Sorgen mehr machen. Ich werde eurer Bitte um die Audienz seiner Heiligkeit Sera übermitteln. Ruht euch eine Weile aus. Ja, ist riesig. Ist echt riesig. Ist auch ein bisschen zu groß, aber ist schon cool. Aber ist auch teilweise dann halt zu groß, ne? Um es zu pflegen, um den Stand zu halten, ist es schon ein bisschen zu groß. Wenn du irgendwo... Also die ersten Sachen, die wir jetzt renoviert haben, waren hier oben das Dachgeschoss. Das war schon ausgebaut, aber komplett hässlich mit so... Was heißt hässlich? Uns gefällt es nicht. Mit so... Habe ich immer noch dran, hier diese Nut- und Federbretter. Aber die waren halt komplett so dunkelbraun, ja. Und die Wände, da war nur Raufaser dran, die waren noch nicht gestrichen. Und ganz alte, schäbige Armaturen Steckdosenteile da, Steckdosenabdeckung und so. Das ist halt alles gemacht, aber neue Fußleisten dran. Aber das ist jetzt alles auch schon wieder 6 Jahre her. Und man könnte es vom Prinzip schon wieder renovieren. Renovieren ist übertrieben, aber mal die Fußleisten nachstreichen oder so, ne? Aber ich bin noch mit dem anderen Teil des Hauses noch gar nicht fertig. Also, so, was war das hier? Gasthaus? Gemischtwarenladen, ja komm. Gönnen wir uns erstmal das Gezedere hier. Auch geil, dass man das immer noch machen kann hier. Halt alle, ne? Kurieren? Jetzt hat er eine Schwestern, Roban. Ha, wie lustig. Lol, ne? So geil. Warte mal, vielleicht hat der noch irgendwas Spezielles. Vielleicht hat der noch ein Buch oder so. Allheilrollen sind schon geil. Ich glaube, ich nehme noch 2, 3 Allheilrollen mit. Oder 5. Der speziellen Schmuck. Heilungsring. Aktionsblockresistenz. Zauberblockresistenz. Man will ja von allem was haben, ne? Butterbrot. Stellt 50 SP wieder her. Also solange ich ja das Geld nicht brauche, ne? Das ist schon ganz cool. Ansonsten ist jetzt nicht so wirklich viel relevant. Man könnte auch noch so viel anderes Zeugs kaufen, verkaufen, aber...
Scheiß drauf. Ja, aber ich bin trotzdem zufrieden mit unserem Häuschen. Das ist schon nice. Na? Auch ein riesen Garten dabei, aber wie gesagt, ich mache seit 2 Monaten nichts anderes. Weil wir haben jetzt 2 Jahre nichts gemacht im Garten und ich mache seit 2 Monaten nichts anderes, wie immer, wenn ich frei habe und es nicht regnet, im Garten arbeiten. Und das ist nicht, dass ich da irgendwie groß was umbaue, sondern das sind alles nur Instandhaltungsmaßnahmen. Das ist alles, ne? Naja, weiter hier. Willkommen. Ja, ist eine feine Sache, frisst aber auch viel Zeit halt, ne? Ansonsten rufst du allein Vermieter an und sagst, ey, da ist irgendwas. Komm mal vorbei, mach mal. Ja, und so musst du halt selbst machen oder jemanden beauftragen und Geld zahlen. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber wir machen das halt nicht, weil wir unbedingt ein Eigenheim wollen, sondern wir sind halt nicht, wir machen halt nicht so viel in Rente, ne? In Privatrente und so. Und das ist halt im Prinzip auch unsere größte Altersvorsorge einfach. Ja. Darf wir übernachten. Ich möchte euch allen für all das danken, was ihr getan habt. Hey, du hast auch so einiges geleistet. Das habe ich gern gemacht und spannend war es auch. Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Ein weiser Mann kümmert sich auch dann noch um das Feuer, wenn es schon munter brennt. Vielen, vielen Dank. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr seid wahre Freunde. Ach, das ist doch mein Job, nicht zu danken. Aber, ach, sag doch so etwas nicht, Triudo. Verzeihung. Elena, bitte komm sofort mit zur Kathedrale. Seine Heiligkeit Sera war höchst erfreut, von deiner Ankunft zu erfahren. Jetzt? Mitten beim Abendessen? Ich bin noch nicht so weit, kann das warten? Wir holen dein Gepäck später. Seine Heiligkeit Sera freut sich darauf, mit dir zu Abend zu essen. Lass ihn bitte nicht warten. Nein, das sollte ich wirklich nicht. Ihr Lieben, Ryudo? Schon gut, Kleine. Augenzwinker. Du weißt doch inzwischen, was zu tun ist. Viel Glück. Elena, pass auf dich auf. So geil, das ist wieder die Situation, es muss jeder Charakter in einem JRPG zu jeder Situation mindestens einen Satz abgeben. Es ist ja göttlich. Deine Liebenswürdigkeit ist ein seltenes Gut, Elena. Das ist echt so geiles Stilmittel. Ich danke euch allen für alles, was ihr getan habt. Ich werde euch nicht vergessen. Wie wenn sie nicht wiederkommen würde. Ich hab dir gerade neue Klamotten gekauft, hallo? Die soll bitte wiederkommen. Elena, sie ist weg. So ist es. Und wir wenden uns nun anderen Dingen zu. Nun ja, unsere Aufgabe hier ist beendet. Ja, die Aufgabe ist erledigt. Aber ich habe irgendwie ein trauriges Gefühl bei der Sache. Wer hätte das gedacht? Ich kann es sehen, der Tag der Finsternis ist nah. Balmas Mond ebenfalls. Sein böser Schatten wächst und ist größer als je zuvor. Oh, der hat einen coolen Bart. Sieht ein bisschen aus wie Jürgen von der Lippe. Oder? Sieht ein bisschen so aus. Balma versucht sich wieder zu beleben. Versteh das bitte. Hör zu, Elena. Deine Mission ist wichtig. Nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt. Die Finsternis muss wieder versiegelt werden. Das wird deine ganze Kraft erfordern, sowie die Macht von Lord Granas und das Heilige Schwert. Das Krana-Schwert. Naja, wat? Hallo, guckt euch da mal das Gesicht. Die üppige Körperform. Das stylische Hemd. Passt doch alles. Nur die Mütze.
Ihr müsst es finden, koste es, was es wolle. Versagst du, ist die Welt dem Untergang geweiht. Tobi versteht mich. Ich verstehe. Du musst Erfolg haben, um die Finsternis in dir ebenfalls zu entfernen. Du musst es schaffen. Verstanden. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Okay, neue Aufgabe, Kranas Schwert finden. Ich habe Abschied noch nie gemocht. Wiedersehen auch nicht. Es wird geil. Ich hab Abschied noch nie gemocht. Wiedersehen aber auch nicht. Es fühlt sich einfach irgendwie traurig an, wenn jemand wie sie geht. Ja, wenn wir Elna bei uns hätten, könnten wir uns ins Innere der das Innere der Kathedrale ansehen. Scheint dich zu interessieren. Ja, Elna sprach oft von der Konfrontation zwischen Licht und Finsternis, aber ich verstehe es noch nicht, gar nicht. Klar, Fanboy. Siehste? Tobi kurz weghören? Fanboy halt, ne? Sehr bescheid. Licht, Finsternis, Granas, Valmar. Ich komme da immer durcheinander. Was? Auch ich bin nicht versiert in religiösen Dingen. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Klingt mega leicht, Judo nehme ich an. Was ist? Ich bin beschäftigt. Hat dir deine Kirche keine Manieren eingebläut? Jetzt ist er wieder auf Akro-Kurs hier, der Ryudo. Oder hat sie dabei zu fest zugehauen? Entschuldige die Unterbrechung, Ryudo. Der Papst hat nach dir gefragt. Bitte, komm bitte mit zur Kathedrale. Hör mal, ich verstehe ja, wenn man weit und breit von meiner Singstimme begeistert ist, aber ich habe kein Interesse. Seine Heiligkeit Sera hat eine besondere Bitte. Ach, und bitte bring auch deine Begleiter mit, wenn ich mich dann entschuldigen dürfte. Einfach mal ein Priester, 0815 Priester, der reinkommt, einfach mal fertig gemacht. Der Papst hat eine besondere Bitte. Klingt für mich wie ein Anfang eines schlechten Witzes. Was für ein Typ Mensch ist seine Heiligkeit Sera? Soweit ich weiß, hält man ihn für den Weisen, der die Welt retten wird. Was mich weitaus weniger beeindruckt als der Weise, der sich seine Worte spart. Ich kann ihm nur raten, sich kurz zu fassen. Oh ja, vorhin hat er mich richtig platt gemacht. Die Meinung gegeigt. Ich weiß, was wir heute für mit den ganzen Familien zum Frühstück essen. Mit der ganzen Familie. Selbstgemachtes Brot mit viel Quickbar-Butter. Ohne davon etwas zu essen, kann unsere Familie nicht den Tag beginnen. Ich sollte besser sofort damit anfangen. Eine ganze Familie kommt zum Frühstück? Da bin ich echt neidisch. Schade, dass Elena nicht bei uns ist. Wir müssen so schnell wie möglich zur Kathedrale. Was wohl mit Elena passiert ist? Die Bäckerei? Wir gehen jeden Tag in die Granas-Kathedrale, um Brot und Wein zu teilen. Danach teilen wir unser Brot mit den armen, arbeitslosen Menschen, wie zum Beispiel den Männern da drüben. Das ist aber wirklich sehr großzügig von euch. Am besten lasse ich ordentlich den netten Kerl raushängen, damit mich niemand anschreit. Ha, was erwartest du, Ryudo? Hör zu, wir müssen zur Kathedrale, wenn wir zu Elena wollen. Ja, ist ja jetzt gut. Guten Morgen allerseits. Ihr seht heute alle so fröhlich aus. Das wird Granas sicher sehr auch freuen. Was für ein Lächeln, junger Mann. Du siehst so zufrieden aus wie ein Welpe. Man sieht dir an, wie wohl du dich fühlst. Und redest du, falls du glaubst, dass ein Treffen mit Elena drin ist? Wenn du mich einen Welpen nennst, liegst du falsch. Oh, er ist ein bisschen eifersüchtig. Der gute Kiri-Kiri-Käse. Der ist aber auch lecker, das stimmt schon. Nur ätzend, dass der... Gibt's den in groß? Ich finde das ätzend, dass der immer so klein verpackt ist. Sowas kaufe ich halt null. Ne, weil einfach viel zu viel Verpackungsscheiß. Komm schon, Ryudo. Wer hat denn etwas von Elena gesagt? Ich esse auch super gerne Babybel. Aber wenn, dann hole ich mir immer nur den großen. Und selbst der hat ja noch einen Arsch voll Verpackung. Da bin ich ganz Umweltschützer. Meine Eltern haben mir
Meine Eltern haben mir, ich lasse mir immer aus Italien von meinen Eltern, die sind ja 6 Monate im Jahr in Italien, habe ich mir Parmesan mitbringen lassen. Und die holen den dort immer beim Parmesanhändler ihres Vertrauens. Und dieses Mal hat der nur große Stücke gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, dann bringt mir halt ein großes Stück mit. Und die haben mir einfach so ein Viertelses, ihr kennt diese großen, diese Wagenräder. Und da ein Viertelsen davon. Alter, ich weiß nicht, wie viel das sind. 2 Kilo oder so? Das sind mehr. 3 Kilo? Nur 3 Kilo Parmesan. So geil einfach nur. Reicht für ein Jahr jetzt mal. Aber geil. Schmeckt natürlich noch viel geiler als den du hier kaufen kannst. Bitte grämt euch nicht, wenn ihr nicht begreift, was mein Mann sagt. Ich bin seine Frau und ich verstehe das meiste auch nicht. Moment mal, ich würde sagen, dass das alles ziemlich bedeutungslos ist, wenn niemand versteht, was er sagt. Naja, Ryudo. Künstler wie dieser Mann haben oft Ideen, die gewöhnliche Menschen wie wir nicht begreifen. Was sagt er denn? Die Steine, die wir für den Bau unseres Hauses benutzt haben, stammen alle aus den heiligen St. Heimgebirge. Spürst du sie? Die Vibration jedes einzelnen Steins, der Teil dieses Gebäudes ist? Der Atem von Granas. Käsesuppe? Oh, die wäre aber teuer mit Parmesan. eine interessante Theorie. Darüber würde ich gerne in Ruhe nachdenken. Bitte entschuldigt unseren Marek. Er ist eine Art Intellektueller. Da habe ich die einfach mal zur Kathedrale. Oder noch hier rein? Ins Haus 1? Die Predigten vom wunderbaren... Ich finde das ja immer schön, ne, das zu lesen, weil das zeigt dir so, wie ist der Flair der Stadt oder wie ist die Umgebung, wie denken die Leute, was könnte passieren. Das macht das Ganze ein bisschen größer, das Spiel, sag ich mal, wie wenn du einfach nur durchrennst. Die Predigten vom wunderbaren Papst Serra. Ich weiß, wenn mein Mann sie hört, wird er seine Begierden ablegen und ein anderer Mensch werden. Ich kann Religion nicht viel abgewinnen, aber ich will selbst sehen, wie wunderbar dieser Papst Serra ist. Ja, und dann kannst du gleich Elena besuchen. Ja, stimmt. Was für Begierden hat er denn, der gute Mann? Als zukünftiger Handelskönig mache ich mir über einige Dinge Gedanken. Worüber denn? Die Wirtschaft? Vielleicht über Markttendenzen? Nein, 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 ich trage die falsche Kleidung. Ich brauche etwas Exklusiveres. Jeden Tag redet mein Vater nur über Handel, Handel, Handel und meine Mutter nur über Papst Serra, Papst Serra. Die sind beide Faulpelze. Ah, ein Kind nach meinem Herzen. Aber ich bin wohl auch... Warum läuft die eigentlich die ganze Zeit, die Kleine? Aber ich bin wohl auch ein Versager. Ich habe ja nichts anderes zu tun, als Papst Serra zu treffen. Weil da Maden drin sind? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das soll sehr lecker sein. Würde ich aber auch nicht essen. Aber ich esse auch zum Beispiel nicht gern Schimmelkäse. Also so Camembert oder so, wo außen so ein bisschen Schimmel dran hat, das ist kein Problem. Aber so Gorgonzola, so Blauschimmelkäse und so, ne? Bavaria Blue und sowas, das ist nicht so meins. Kann ich essen, aber ist jetzt nicht so mein Ding. Aus dem Weg, Geringverdiener. Achso, meinst du wegen der Käsesuppe, ja. Wenn du das wirklich nicht willst, solltest du es sagen, Ryudo. Nur weil du Elena beeindrucken willst, musst du... wovon redest du, Rowan? Ich esse gerne den Käse auf der Pizza. Bin auch Feinschmecker. Ja, richtig. Schön geschmolzen muss er sein, ne? Granas-Kathedrale. Gehen wir auch da mal hin. Noch Häuser. Na, jetzt gehen wir erstmal zur Kathedrale. Oder erstmal dran vorbei. Weil die Maden ja leben. Ja. Gibt Leute, die essen ganz andere Sachen. Ja, die Maden... sondern da irgendwas Spezielles ab, was dem Käse halt diesen Flair gibt, glaube ich. Ne? Beziehungsweise die lassen den halt entsprechend reifen. Genau kenne ich mich da auch nicht aus. Diese Statue ist aber schon ziemlich protzig.
Oder? Tja, wir sind wohl wirklich im Land Gottes. Was auch immer. Gibt es so eine Statue nicht auch in Elenas Dorf? Ich bin beeindruckt. Nee, das ist bei dem Käse schon so. Ne? Doch, doch, die sind ja da ewig drin. Also in dem kompletten Reifeprozess sind die da drin. Die werden ja nicht kurz bevor es verkauft wird aufgemacht und dann Maden reingesteckt und zugemacht. Also die sind wirklich für den Reifungsprozess verantwortlich. Wie genau, weiß ich nicht, aber das ist wirklich beeindruckend groß. Die Vorstellung des Architekten windet sich fast sichtbar durch den gemeißelten Stein. Es ist wunderschön. Der Bau muss ewig gedauert haben. Also es ist nicht wie diese Lutscher, wo irgendwie eine Mücke drin ist oder so, oder ein Würmchen. Naja, also der damit gar nichts zu tun hat. Der ist wirklich speziell so. Das ist wie dieser Kaffee, wo die Bohnen von wem gefressen werden? Von Katzen? War das Katzen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Kaffeebohne, eine spezielle, wird doch irgendwie gegessen und dann verdaut und kommt halt hinten im Kacker wieder raus und dann wird dann aus dem Kacker wieder rausgepult und dann halt gewaschen natürlich und so weiter und dann verkauft. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Kaffeebohne heißt und ich weiß auch nicht mehr, durch welche Tiere das essen. Meine Katzen. Aber ja, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Boah, dann kenne ich den Kaffee. Ja, ich bin kein riesiger Kaffeefreund. Ich würde da wahrscheinlich auch keinen Unterschied schmecken, aber es gibt viele Leute, die den schon probiert haben und sagen, der schmeckt halt echt gut. Ja. Okay. Du musst Ryudo sein. Seine Heiligkeit wartet im Empfangszimmer. Hör auf zu glotzen. Bewegung. Gucken wir doch erstmal hier. Na komm, wir gehen erstmal rein. Die Hohepriesterin Selene, Anführerin der Kathedralenritter, ist ein hervorragender und schöner Mensch. Aber sie hat auch Nerven aus Stahl und kann gefühllos andere töten, um ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, oder? Es sind Katzen. Ja, irgendwie hatte ich das im Hinterkopf. Nein, das stimmt nicht. Selene tut alles, um Lord Kranas zu dienen. Sie hat solch reine Intentionen, dass andere sie oft missverstehen. Kilo kostet 1000 Euro. Kannst ja auch gut was kochen mit so einem Kilo, ne? Da kannst du ja mal eine Woche von leben. Also 1000 Euro sind ja jetzt nicht so viel. Ryudo, bitte geh rein. Es tut mir leid, aber deine Kameraden müssen draußen warten. Sagte er nicht, meine Freunde können mitkommen? Er muss mit dir wichtige Dinge besprechen, daher... Oh, ist schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus. Ich kann warten. Kann ich an einem interessanten Ort warten? Ah, am interessantesten ist unsere Bibliothek. Dort findest du viele wichtige Bücher über die Doktrin unserer Kirche. Ryudo, kann ich schnell mit dir sprechen? Es gibt vielleicht interessante Informationen in der Bibliothek. Ich schaue sie mir mal an. Cleverer Junge, cleverer als viele Jungen, die ich kenne. Darf ich euch beide also zur Bibliothek geleiten? Nun denn, Ryudo, geh bitte rein. Ihr beide bitte hier entlang. Hier entlang. Ryudo, wir werden in der Bibliothek warten. Ja, ich sehe euch dann beide später. Was? Der Gottesdienst hat gerade begonnen? Stand das da? Michelangelo an der Decke? Ein echter?
Singt Elena? Bring to this world light, peace and harmony. Your Holiness Zera, please calm our anxious hearts. What can we do to rid the world of the terrifying darkness? You must bolster your soul. If you leave no chink in the armor of your soul, then the darkness will be forced to leave. Please save us from Valmar. You must not falter. We must all not give in to darkness. I cannot save you. You must save yourselves. Your Holiness, Zera, please, lend me your ear. Yes, what should we do? What will happen to the world? Quiet! We are here to bring peace to the world. How can one do so in a panic? Everyone, please, calm down. Yet, Your Highness Zera, the recent rumors of the revival of Valmar are not going away. I have even heard reports that the rumors might be true. Right, High Priestess Selene? At this rate, the Day of Darkness seems unavoidable. But we must not strike fear in the hearts of the people we are trying to save. Doing so would surely go against the will of Lord Granus. What do you say, Cardinal Oro? Oh, when the Day of Darkness comes, the world will most definitely be destroyed. I don't know what we can do. Selene, do not misunderstand me. I'm not saying that the action the Cathedral Knights took was wrong. But you went too far. You must not frighten the people away from Lord Granus. Yes, Your Holiness. You must all remain on guard, so that darkness cannot take advantage of you. Hat sie mal eine Watschen bekommen, please, everyone, back to your rooms. Gute Selene. Weil ich glaube ja, dass sie auch von Valmar besessen ist. Ah, Ryudor, komm. Er sieht echt aus wie Jürgen von der Lippe. In böse Bissen. Nette Rede. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung. Ich wollte dich nicht warten lassen. Es tut mir leid, dich so kurzfristig hergerufen zu haben. Entschuldigung. Aber meine Bitte ist keine gewöhnliche. Folge mir ins nächste Zimmer. Elena. Sie geht mit. Sagt ihr noch was? Da wir einen festen Glauben haben, kann Valmar uns nicht in Versuchung führen. Das bedeutet, der Tag der Finsternis wird niemals kommen. Wenn du deinem Papst vertraust, dann ist das wohl so. Vertraue einfach auf Papst Serras Messen. Wir haben dein Herz und sie machen dein Herz und deine Seele stärker. Mal da hoch. Darf ich mich da draufsetzen? Kann ich hier hinten raus? Ja. Die Treppen links und rechts sind auch fake. Ich verstehe, dass Kardinal Oro, was Kardinal Oro sagt. Aber warum ziehen die Kathedralenritter ohne Grund durch die Gegend? Was? Ich höre mir gerade eine wichtige Diskussion an. Können wir später reden? Was ist mit dem, was Kardinal Oro sagte? Was ist mit dem Schicken der Kathedralenritter? Komm. Labarababa, weiter geht's. Welcome. Danke für das, was du für Elena getan hast, aber jetzt habe ich eine spezielle Bitte. Bevor wir dazu kommen, sag mir bitte, was ist mit Elena? Wird sie es schaffen? Du möchtest wissen, ob Valmars Präsenz aus ihr entfernt werden kann? Leider muss ich sagen,
dass dies außerhalb meiner Fähigkeiten liegt. Kann allerdings das Grana-Schwert gefunden werden, könnte es Hoffnung geben. Darum habe ich dich hierher gebeten. Rede weiter. Ich möchte, dass du das heilige Schwert, das Grana-Schwert, findest. Das Schwert, mit dem Finsterling, das den Finsterling erschlug, muss wieder zu uns gelangen, damit das Licht der Welt wiederherstellen, damit es das Licht wiederherstellen kann. Entschuldigung. Du hast noch keine wirkliche Bitte gestellt, aber ich verstehe schon. Ja, Elna hat mir viel erzählt. Genug, dass ich weiß, dass nur du mit der Finsternis fertig werden kannst. Diese Bitte muss dir natürlich absurd vorkommen, aber zur Belohnung werden wir dir geben, was auch immer du verlangst. Plötzlich ist diese Unterhaltung viel interessanter geworden. Aber wenn du losziehst, soll Elna dich begleiten. Warum soll ich sie mitnehmen? Willst du nicht ein paar Schutzzauber gegen Valma wirken? Leider können wir nichts mehr für Elna tun. Auch wenn sie hier bliebe, könnten wir sie nicht vor Valma schützen. Sie ist bei dir sicherer, Ryudo. Du hast recht, deine Bitte ist absurd. Die Stücke von Valma ringen um Dominanz. Jedes will einen anderen verschlingen, damit die Finsternis wiederhergestellt wird. Laut der Prophezeiung wird, sobald die Stücke sich verbinden, der Tag der Finsternis kommen und die gesamte Menschheit ausgelöscht. Was sollen wir also tun? Einen Stab anspitzen? Toll. Schöne Orgel. Lord Granas hat sich noch nicht erholt. Daher stürzt unsere Welt in Finsternis. Ohne die führende Hand des Lichts. Besäßen wir das Grana-Schwert, könnten wir wenigstens etwas Licht von Lord Granas wieder zurückbringen. Dann kann Elna gerettet und unsere Welt vor dem Anbruch des Tages der Finsternis geschützt werden. Eine Ahnung, wo dieses Schwert sein könnte? Keine Musik hier gerade, ist ein bisschen lahm. Leider erwähnt unser heiliges Buch nur, dass es bei der Legion der Finsternis ruht. Tut mir leid, das finde ich etwas vage. Könntest du etwas weniger genau sein? Mann, darüber muss ich erstmal nachdenken. Könntest du etwas weniger genau sein? Okay. Ich werde bis morgen auf deine Antwort warten. Ich habe Zimmer für euch vorbereiten lassen. Bleibt also heute Abend erst einmal hier. Doch ich sehe, ich habe dich ermüdet. Raste und komme morgen wieder. Hä? Aber denke über mein Angebot nach. Das hat er nochmal gesagt, nur in anderen Sätzen. Ich hoffe, du nimmst an. Elna, ist alles in Ordnung? Ist etwas geschehen? Oh, mach dir um mich keine Sorgen. Ich möchte nur gründlich über die Bitte des Papstes Sera nachdenken. Elna, was ist mit dir los? Ryudo, bitte tu, was er sagt. Nicht für mich, sondern für alle, für die Welt. Alles klar, machen wir ja eh, sonst können wir das Spiel ja aufhören. Was hat seine Heiligkeit nur vor? Wenn das so weitergeht. Kardinal Oro. Ryudo war dein Name, nicht wahr? Was hat seine Heiligkeit Sera zu dir gesagt? Er bat mich, ein heiliges Schwert zu finden. Ich verstehe. Ich finde die Wahl der Boten seiner Heiligkeit fragwürdig. Eine solche Aufgabe verlangt jemanden mit mehr Erfahrung. Du bist ja sehr vorsichtig mit deinen Worten, alter Mann. Sei ebenso vorsichtig bei deinen Urteilen. Ich bin erfahren, aber ungeduldig. Unverschämtheit, hör zu, Bürschchen. Du solltest deine Suche abbrechen, denn ein unreifer Welpe wie du wird das Grana-Schwert niemals finden. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich werde dich ignorieren. Und dann gehe ich einfach. Bleib du ruhig hier. Bleib, guter Junge. Mann, was denkt sie, seine Heiligkeit Sera denn nur? Diese Sorglosigkeit des Jungen wird unser Ruin, wenn der Tag der Finsternis kommt. Soweit wird's ja gar nicht kommen. Ah, was sollen wir nur tun? Wo sind denn unsere Betten? I want to sleep.
Kennen wir schon. Sagst du mir, wo die Betten sind? Kann dir den Weg erklären, damit du dich nicht verläufst. Wo möchtest du hin? Zur Bibliothek. Geh links die Treppe hoch, dort findest du zwei Zimmer. Das letzte Zimmer ist die Bibliothek. Das ist links, oder? Hier kann ich auch speichern. Speichern, Pupeichern. Dieses Manuskript ist mir unbekannt. Wow, es ist wirklich interessant. Oh, Ryudo, was wollte er? Du willst wissen, was tatsächlich aus seinem Mund gekommen ist? Nichts, was nicht völlig absurd gewesen wäre. Er will also, dass du das heilige Schwert findest, um den Tag der Finsternis zu verhindern? Ein zweifelhaftes Unterfangen. Wir wandeln führerlos durch Schatten. Das ist der einzige Hinweis, das heilige Schwert ruht bei der Legion der Finsternis? Hast du noch etwas darüber herausgefunden? Nein, nicht an diesem Ort. Wie auch immer, Ryudo, du solltest auch einige dieser Bücher lesen. Darin stehen viele Details über Valma und Kranas, den Kampf zwischen Gut und Böse, den Tag der Finsternis und sogar das heilige Schwert. Das Abendessen wartet nebenan. Bücher verderben nicht und werden auch nicht kalt, wenn man sie nicht liest. Sie sind nämlich schon kalt. Kann ich hier hoch? Das Essen steht also auf dem Tisch. Es ist gleich fertig. Bitte wartet noch ein wenig. Welchen Sinn hat es, Dingen nachzujagen, jetzt wo uns die Finsternis bevorsteht? Niemand hat je ein heiliges Schwert gefunden. Wie kann er so nonchalant über solche wichtige Dinge sprechen? Das ist auch ein Wort, das man niemals verwendet, oder? Ich muss die Prophezeiung befragen, ob sich die Finsternis aufhalten lässt. Das wird ein Fehler sein. Oro. Dies ist ein böses Omen. Der Tag der Finsternis naht. Das Licht? 80er Musik. Ah, die Flügel Valmas. Valma, hier in der Kathedrale. Irgendjemand muss kommen, schnell. Brot ist Leben für den Körper, so wie die Erde allem, was auf ihr sprießt. Schon geil, ne? Lebenskraft spendet. Achso, alles auf ihr sprießt, Lebenskraft spendet. Gutes Brot ist also Leben für die Seele. Ja gut, ist auch HD Remastered, ne? Musst du auch immer sehen. Ich weiß nicht, wie das früher aussah. Also dieses Brot ist köstlich. Ryudo, isst doch auch etwas. Rowan, Marek, ich werde nach diesem verdammten Schwert suchen. Das dachte ich mir schon. Dieses Schwert interessiert mich. Ich habe noch nie von etwas Ähnlichem gehört. Kommt ihr beide mit? Das lag in meiner Absicht. Ich will auch mitkommen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen, danke. Wenn es stimmt, was seine Heiligkeit Sera sagt, hat das auch für mich Bedeutung. Was meinst du? Nun ja. Nicht schon wieder. Wir sind beim Essen. Verzeihung, mir wurde gesagt, dass Valma eine menschliche Form angenommen und die Kathedrale betreten hat. Habt ihr verdächtige Personen gesehen? Was? Nein, hier war niemand. Entschuldigt die Störung, ich muss gehen. Toll. Es muss Millennia sein. Was denkt sie sich nur?
grafisch kein wirklicher Unterschied. Dann echt cool, ja. Aber ich kenn's von, das ist ja schon vom Prinzip PS2-Zeiten. Ich kenn's von Xenogears. Habe ich auch ein paar Mal gestreamt. War natürlich nicht so geil wie das hier. So geil 3D. War auch 3D, aber war ein bisschen schwächer 3D. Aber auch die PS1 hat das schon einigermaßen gut hinbekommen, ne? Bloß mit mehr Kanten. Ja, klar, ein bisschen weniger Pixel halt, ne? Ich könnte ja eigentlich nochmal speichern kurz, bevor irgendwas Dummes passiert. Hier reingehen, hier waren wir noch gar nicht, ne? Ah, hier sind wir doch richtig. Millennia. Aber diese Szenen sind echt cool, muss man echt sagen. Für damalige Verhältnisse. Diese Render-Sequenzen, ja, echt nice. Also willst du nach dem Grana-Schwert suchen, stimmt's, Ryuda? Was zum Teufel machst du hier? Du stehst praktisch auf Granas Teller. Das ist mir egal. Wenn Granas jemals auftaucht, kann der große Gott mich grün und blau schlagen. Hauptsache, ich kann dir folgen, Ryuda. Ich glaube nicht, dass du das durchdacht hast. Wenn wir das Schwert finden, werden wir damit böse Menschen erledigen. Ach du, machst du dir Sorgen um mich? Noch nie hat jemand sich mir gegenüber so galant verhalten. Tu einfach, was du für richtig hältst. Ich glaube, du verstehst das falsch, Millennia. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß, was ich will und uns läuft die Zeit davon. Aber bei ihr ist immer noch nicht so sicher, was genau der Hintergrund ist, ne? Andere ist ja ganz simpel, schwarz-weiß, gut-böse, ne? Aber sie ist halt so ein Mittelding. Was ist denn jetzt? Oh. Was sagt sie eigentlich? Ja, hier liegt die Bibliothek, ja. Noch mal zu ihm gehen jetzt. Ist ja gar niemand. Heilige Annalen des Zeitalters der Götter, Kapitel 2. Zeitalter des silbrig-weißen Lichts. Bla. Das ist ja Tobis Aufgabe, sich das hier durchzulesen. Nun, Ryudo, hast du dich entschieden? Eine Frage. Wenn wir das Grana-Schwert haben, gehört es dann dir, der Kirche? Wie wird es verwendet werden? Der einzige Zweck des Schwertes ist es, Valma niederzustrecken. Es gehört keiner Seele, denn Granas gab uns allen diese große Hoffnung. Ich werde dir das mal glauben. Ich verwalte und pflege diese Bücher lieber. Ja, ist auch gut so. Zeit loszulegen. Wir finden das Grana-Schwert. Aber nicht etwa für Granas und auch nicht für die Kirche.
Judo. Ich habe von dem vielen Leid auf dieser Welt die Schnauze voll. Wenn Kranas nichts unternimmt, dann muss es jemand anderes tun. Nun denn, Ryudo. Elena, du solltest nun ebenfalls gehen. Deine Seele ist mit Licht erfüllt. Sei stark auf deiner Mission und stärke dein Herz. Ja, erhabener Sera, auf Wiedersehen. Lord Kranas sprach gestern Abend zu mir. Ich darf dies weitergeben. Ryudo muss sich für das heilige Schwert seiner Vergangenheit stellen. Denkt daran. Oh, nimmt dies ebenfalls mit. Es wird sicher nützlich sein. Bling. Buch der Priester erhalten. Ein echtes Heilerbuch, oder was? Elena, pass auf dich auf und erinnere dich an unsere Worte. Erhabene Sera. Priesterbuch. Judo, vielen Dank, dass du den Auftrag angenommen hast. Ich wollte nicht, dass ein niedliches kleines Prinzesschen ohne ihren getreuen und ergebenen Leibwächter herumstolziert. Oh, Judo, du. Elna, so sehen wir uns wieder. Unsere Pfade kreuzen sich erneut. Das ist schön. Vielen Dank an alle. Na los, beeilen wir uns. Plus was? Nochmal Max HP? Magieverteidigung wahrscheinlich, ne? Wasserwaldzauberkraft. Oh, das ist stark. Das heißt, das ist Plus Heal, ne? Vom Prinzip. Aber was ist Wald? Was ist Erde? Was ist Wald? Das ist auch klar. Das ist Wind, das ist Eis. Ah, hier, guck mal. Ja, okay. Ja, aber das hier ist schon cool. Ja, Natur. Ja, ja. Aber das ist schon cool für sie, weil sie hat ja momentan... Sie hat ja momentan das heilige Ei, ne? Und im heiligen Ei... ist ja eher Wasser drin, ne? Ich meine, sie macht ja nichts anderes außer heilen eigentlich. Und später macht er das, dann kriegt das Chaosbuch, aber sie dann... Und was hat sie als Skills? Ich meine, das sind ja nur Skills. Ist ja im Endeffekt egal. Kann ja vom Prinzip einfach... Also nochmal mehr HP, keine Ahnung. Ist vielleicht auch ganz cool. Mal erstmal gucken, was man austauschen kann bei ihr, ne? Wäre ja vielleicht wichtiger zu wissen. Lebenserhöhung ist schon recht wichtig. Erdbebengesang auch. Und dann wäre hier vielleicht noch... mehr Magic Points ist auch ganz nice. Aber dann, wenn wir sie zur vollen Heilerin ausstatten, dann wäre es doch sinnvoller, anstatt Erde, weil sie macht eh nicht so viel, dann wäre es doch sinnvoller... Falsch. Nein. Dann wäre es doch sinnvoller, ihr Wasser Wald zu geben, als Wasser Blizzard. Da hat sie auch Blizzard. Heiligen Ei. Ja, das eine, ne? Nehme ich lieber Wald für Kurieren, für Gift noch dazu. Ja, gefällt mir besser. Wasserwald.
Und das regt auf jeden Fall. Muss ich so machen, ne? Ja, das muss ich jetzt so machen. Muss ich so machen. Ja, die Lebenserhöhung ist schon ganz cool. Kippt sie halt nicht so schnell um. Boah, das sind 800 Leben mehr. Boah, 155. Aber das sind ja nicht die Max-Mana-Punkte, ne? Ich mach das hier weg, ganz ehrlich. Ich mach das wieder weg. Was kann das Buch noch, was wir jetzt bekommen haben? Magieverteidigung, Wasser, Blizzard. Auch noch jemand Leben dazu, ist die Frage. Leben. Hat sie jetzt so wenig Leben? Ah, weil sie nicht voll geheilt ist. Okay. Was macht nochmal Tempo, Tobi? Das ist nur der Balken unten, ne? Ich habe jetzt eh keine Dings mehr, glaube ich. Oh, das wird mit Dings gemacht. Ja, komm. Machen wir das noch voll. Dann kriegt er das noch. Tempo oder das hier weg? Ich verbessere mir das. Das ist der Balken, ne? Was ist dann... Weil das hier heißt Tempo und ist Geschicklichkeit. Ich würde ihm gerne mehr Leben geben, einfach. Auch ein bisschen... Ich finde es so ganz gut. Ich lasse das mal so. Wir hatten aber noch ein paar Punkte, die ich ausgeben kann. Nicht, dass ich wieder einen Rüffel kriege. Und Geschwindigkeit, ist da das Laufen? Oder ist Geschwindigkeit auch der Balken unten? Ist auch der Balken, ne? Da brauche ich 2400. Ich glaube, darauf spare ich mal. Vielleicht machen wir hier den Goldhammer ein bisschen voll. Den nutze ich ja auch recht oft. Ja, ja, das weiß ich. Und der, die Geschwindigkeit ist der Balken. Weil es gibt ja hier zwei Stück, ne? Warte. Wo habe ich das jetzt gesehen? Hier. Er hatte Stürmen. Ja. Da steht unten... 10 bis 50 Tempo wahrscheinlich. Na? Und das andere war Geschwindigkeit. Was ist der Unterschied? So, das haben wir auch gemacht. Ja, ist aber im Endeffekt nicht so schlimm. Leben ist mir wichtiger, als dass der Balken ein bisschen schneller geht oder er ein bisschen schneller laufen kann, ganz ehrlich. Hätte nie gedacht, wieder zusammen zu reisen. Ich zähle auf dich, Elena, okay? Das geht mir auch so, Ryudo. Rowan, Marek und Sky auch.
Ich zähle auf euch alle. Diesmal wird es vielleicht schwieriger für uns. Ja, wir stehen schwierige Zeiten bevor. Der Trost durch Freunde ist in diesen Zeiten sehr willkommen. Genau, die Reisen würden ohne dich keinen Spaß machen, Elena. Aber wo sollen wir hin? Das Heilige Schwert ist im Besitz der Legion der Finsternis. Wir können nicht da anklopfen, es schnappen und wegrennen. Ich kenne dieses Heilige Schwert nicht. Ich erinnere mich an eine Stelle im Heiligen Buch. Die Menschen der Finsternis verstecken sich tief in den Gedärmen der Erde. Ist das nur eine Metapher oder steckt da mehr dahinter? Vielleicht finden wir bei diesen Leuten etwas über die Legion der Finsternis heraus. Vielleicht erfahren wir im Königreich von Cyrum, in dem ich gelebt habe, mehr über die Bedeutung dieser Worte. Hast du einen Anhaltspunkt? Nein, ich dachte nur, dass wir etwas Nützliches erfahren könnten. Was wissen wir denn sonst noch, das uns einen Hinweis zur Vorgehensweise geben würde? Die Anzeige Tempo ist Schnelligkeit und Reichweite im Kampf. Okay, also Tempo ist dann wirklich, wie schnell du hinläufst. Okay. Und Geschwindigkeit ist unten der Balken. Okay, verstanden. Dankeschön. Ja, wie schnell ich da hinlaufe, das ist mir recht wurscht. Dann habe ich das Richtige rausgenommen. Etwas aus meiner Vergangenheit, dem ich mich stellen muss, das bedeutet wohl Melfis. Es kann niemand anders sein. Melfis. Es ist lange her, mein Bruder. Immer mit der Ruhe, ihr beiden. Also, das Königreich Cyrum. Wie ist es da so? Nun, es hat ein warmes Klima und es gibt dort viel Wasser. Ein tolles Land. Wir brauchen keinen Wetterbericht, Kleiner. Wir brauchen Anhaltspunkte. Da können wir ruhig in Königreich Cyrum anfangen. Das Königreich Cyrum liegt im Osten des St. Heimgebirges. Na los, gehen wir. Cool. Geilo. Diddle-diddle-di. Danke, Tobi. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, dann mache ich Ende für heute. Hier. Yeah. Pilgerstraße. Ist echt super straight, ne, das Spiel? Ist echt krass. Kennt man überhaupt nicht von solchen Games. Oje, was ist denn los? Du siehst ziemlich blass aus. Ich habe versucht, die Leiter am Straßenrand hin abzusteigen, aber überall waren Monster. Ich kann es nicht fassen. I told you so. Ja, richtig. Die Monster hätten mich gefressen, also bin ich in mein Leben gerannt. Ich bin fix und fertig. Wie kann ich denn... Kann ich hier wirklich runter? Kann ich denn hier hin? You cannot get away with that. Da gibt es bestimmt noch einiges hier.
sollten wir alle Dinger mitnehmen hier, ne? Bevor wir weitergehen. Also jetzt nimmer, ne? Wollen bloß mal ein so Feld gucken. Giftmesser. Werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, weil das mit dem Teleport wahrscheinlich wesentlich geiler ist. Ist auch schlechter. Das sind nur so kleine Side-Dinger, einfach um ein bisschen zu leveln. Und vielleicht ein paar Sachen zu bekommen noch, ne? Oh, war das Falsche? Oh, ne. Nur auf den Falschen gemacht. Der hinten links wird wahrscheinlich nicht getroffen. Richtig. Aber wer braucht schon alle auf einmal treffen? We shall be safe ahead. Ah, das ist ein Rundgang. Okay, verstehe. Verstehe. Da oben ist wieder die Kathedrale dann, ne? Ja. Können wir das ja noch schnell abspeichern, den Progress. Ne? Nein! Ah, 14 Stunden 2, perfekt. Hälfte des Spiels durch, würde ich sagen, ne?